Hi zusammen, Farbstoff hier. Willkommen zu einem neuen Video. Oh, ich komme gerade vom Sport, bin ein bisschen durch, aber mich beschäftigt was, weil ich doch jetzt viele Nachrichten bekommen habe. Sei es aufgrund von anderen Videos, die sie gesehen haben, sei es auf eigenen Lesungen, sei es auf eigenen Ideen. Irgendwas ist in letzter Zeit immer wieder aufgestoßen. Und zwar fragen mich viele: Fabi, wie sieht der Stand des Games aus? Stimmt das, dass dies und stimmt das, dass jenes? Und ich würde heute einfach mal versuchen, mit ein paar Fragen bzw. Anregungen oder Möglichkeiten und Reaktionen auf von euren Aussagen mal ein bisschen, um das mal so ein bisschen abzuholen. Und ich würde sagen, wir können jetzt das ganze Ding von hinten aufräumen oder von vorne. Ich würde jetzt mal von vorne anfangen. Und zwar erstmal habe ich euch versprochen, ich mache ein Video über den Stand des Games. Das würde ich jetzt gerade mit jetzt hier integrieren, weil es einfach Sinn macht. Der Stand des Games. Man hört viel, man liest viel, bla, 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 sage ich dazu nur. Solange man keine Zahlen und Fakten hat, ist alles eine subjektive Wahrnehmung, meiner Meinung nach. Und subjektiv heißt, ist man einen Tag gut gelaunt, sieht man was Positives, ist man schlecht gelaunt, sieht man was Negatives. Es ist einfach so. An dem Tag, wo zum Beispiel jemand Charts pullt und der hat Pech und kriegt nichts, in dem Tag sieht er Wade von der schwarzen Seite, zieht er was Tolles, ist Wade auf einmal was Tolles. Diese Emotion verbindet Wade mit vielen Aktionen, was leider auch zum Negativen ausgelegt werden kann, genau, aber zum aktuellen Stand des Spiels. Wenn man überlegt, sie haben, nur mal als Ansage, sie bringen eine Serie raus, die Call of Arbiter heißt, wo sie auch Sachen dran verknüpfen, wie Ingame, eine gute Fusion jetzt und so weiter. Und wenn man sich die Zahlen anschaut von der, gehen wir mal auf die, nur einfach auf die letzte. Nur auf die letzte. Warte mal, Moment, gehen wir mal kurz mal hin. Da. Hier, Details. Hier mal schnell gucken. So. Ich mach's mal schnell auf. Die wurde jetzt 807.000 Mal angeguckt. Nach 2 Tagen. Wenn man sich das Ganze anschaut, auf den Verlauf, dann könnte man, okay, spielen nur noch 800.000 das Spiel. Nein, das ist nicht so. Die erste Folge wurde 3,7 Millionen Mal geguckt, die zweite 2,4, die nächste 1,8, danach 1,6, dann 1,5. So, wenn man das jetzt mal so nimmt und diesen Verlauf so sieht, dann würde ich sagen, 1,5 Millionen Spieler interessieren sich für die Serie. Mindestens doppelt so viel spielen. Nehmen wir mal an, es sind nur 2 Millionen, was auf jeden Fall mehr sind, aber es sind 2 Millionen Spieler, oder die das Video geguckt haben. Vielleicht spielen auch manche davon nicht mehr, wie auch immer. Das heißt, das Spiel floriert wie die Sau. Warum ist trotzdem so viel Negatives dabei? Viel Negatives kommt in letzter Zeit von den Late-Game- bzw. Endgame-Spieler, die in Platin aktiv sind, die dann auch sich ein bisschen überschlagen, dadurch dann auch gerne von Content-Creator weitergetragen werden. Auch von mir. Natürlich gibt es von mir auch Probleme in dem Spiel, die ich sehe. Ohne Frage. Ich will jetzt hier auch nichts gut reden, sondern ich will einfach mal ein bisschen. Das heißt, das Spiel hat, wenn man das mal aufteilt in mehrere Teile, Early Game, Mid Game, Endgame und dann wirklich das Late Game. Im Early und Mid Game hat man extrem viel zu tun. Deswegen frage ich mich, warum sich dann Spieler aufregen, wenn neuer Content kommt, der sowieso nicht für sie gemacht ist, dass ja noch mehr zu tun ist. Macht keinen Sinn. Okay, was meine ich damit? Wenn wir unser Spiel jetzt betrachten, also ich möchte einfach mal versuchen, eine andere Sichtweise zu machen. Man ist im Early Game, dort geht es darum, eure Teams aufzubauen, Champions zu leveln, Progress zu machen, Artefakte hochzuleveln, versuchen das Ganze mit, wenn man mal so ein bisschen einen Stand erreicht hat, irgendwelchen Progress zu machen in verschiedenen Kategorien. Also einmal die große Halle ausbauen, in den ersten Arena kämpfen und so weiter, in den Dungeon Formen und so weiter. Wen interessiert an dieser Stelle des Games Sandteufel, der neue Artefakt aufsteigen, der Twin-Boss, niemand. Interessiert einfach nicht. Ihr habt, das sind ganz andere Aufgaben. Da sind die Fraktionskriege, die dabei sind, Doomtower, die bringen alle mehr Loot in kürzerer Zeit. Das ist Aufgaben. Genauso wie im Midgame, nur in einer höheren Stufe, vielleicht Hardmode und so weiter. Clan-Boss sollte erreicht werden. Jetzt kommen wir zum Endgame. Ihr schafft alle Dungeon auf 25 oder sogar habt die ersten Hardmode-Schritte gemacht. Ihr schafft den Doomtower. Farmt ihr noch Kampagne für eure Champions-Leveln? Nee, definitiv nicht. Wer weiter weg oder weit länger im Spiel spielt, hat hier oben tausende von Tränken. Wer jetzt sagt, nee, habe ich nicht, dann seid ihr nicht da, wo ich meine. Im Endgame ist, wer dann mal ein Jahr ein Clan-Boss gefarmt hat, der hat so viele Tränke, der weiß nicht, wohin damit.
Und ihr farmt keine Kampagne mehr. Das heißt, in der Zeit auch die Dungeon Runs werden weniger. Die meisten holen sich die Sachen aus der Schmiede, das heißt Fraktionskriege, Doom Tower aus den einzelnen Ressourcen, die man für die Schmiede bekommt. Da werden die neuen Sets, die Late Game Sets, die man später im Late Game braucht, geholt. Das heißt auch da wiederum, das Zeitfenster verschiebt sich durch alle Regionen durch. So, jetzt ist man irgendwann im Endgame angekommen und jetzt kommt man natürlich an den Punkt, wo man merkt, okay, man hat jetzt einen größeren Pool an Champs. Man hat irgendwann mal so, sagen wir mal, 60% und will gezielt Champions haben. Da kommt dann wirklich ein heftiger, mieser Trigger, ist die 10-fach Chance auf Champs, die ist für die Katz. Die gehört vom Plarium auf jeden Fall geändert. Ich darf nicht so viel sagen, aber ich denke mal, das ist definitiv auf dem Tisch. Einfach aufgrund dessen von verschiedenen Reaktionen und so weiter. Ja. Auch gestellte Interviews, die ich persönlich sehr gestellt finde, halte ich jetzt hier raus, weil persönlich mag ich die überhaupt nicht. Das heißt, Plarium hat ein paar Aufgaben und bei Plarium sind sie auf dem Tisch. Denn man darf auch nicht vergessen, der Spielemarkt wandelt sich. Damit meine ich, dieses Typ-Gacha-Game gibt es ja nicht erst seit gestern. Und das Typ-Gacha-Game hat Raid natürlich auf den Kopf gestellt, weil sie natürlich einen ganz anderen Effort da rein rausholen wollten, indem sie da viel mehr reingesteckt haben, was Grafik angeht, aufwendige Animationen und etc. Da kommt kein Spiel aktuell noch ran. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Und aus diesem Grund muss Plarium natürlich aufpassen, dass sie auch Spieler im Sommerloch, wo Spieler mal ein paar Wochen nicht spielen, die dann auch zurückkommen. Und da komme ich zu dem nächsten Punkt. Jetzt kommt ja die Fusion. Ab morgen startet eine gute Fusion. Diese Fusion ist mega. Punkt. Die Fusion wird gut. Kannst du anders sagen. Die Fusion wird gut. Jetzt habe ich letztens erst wieder einen Kommentar gelesen. Ja, wie soll ich denn das schaffen? Die letzte Fusion habe ich schon nicht geschafft. Wer die letzte Fusion gemacht hat, hat nicht aufgepasst, denn ich würde sagen, nicht nur ich, sondern auch andere Content Creator haben gesagt, dass die Fusion Schrott ist. Mist, braucht man nicht. Trotzdem sind viele auf diese Fusion gegangen. Natürlich, als Content Creator gehst du drauf, damit du die immer zeigen kannst. Aber die Fusion war jetzt nichts, wo man sagen muss, den brauche ich. Okay? Das heißt, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn Spieler nicht immer auf einen Hype oder einer Hate-Welle aufspringen, die sie überhaupt nicht betrifft. Ja, nehmen wir jetzt mal den Sandteufel. Der Sandteufel aktuell kostet Zeit und Energie. Jetzt regen sich Leute auf. Oh, ja, ja. Der wird doch erst interessant, wenn hier und hier und hier nicht mehr gefarmt werden muss, weil eure Großteil eurer Champs so wirklich sehr, sehr gutes Equipment haben. Auf diesem Equipment packt man dann seine Öle drauf und versucht, die dann aufsteigen zu lassen. Natürlich kann man an dem Punkt, dass man Pech hat und man triggert dann blöd, aber man fängt nicht an, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, jetzt den Fushan, den ich eigentlich nur aus Jux mal gebaut habe, ich spiele nicht mehr, also werde ich doch dieses Equipment jetzt nicht hochleveln oder aufsteigen lassen, sondern ich mache es bei Champs, wo es sich meiner Meinung nach lohnt. Das heißt, zum Beispiel Usuga spiele ich sehr gerne, habe gute Stats hier auf diesen Items, das heißt, dort, weil der Speed war super, habe ich mitgetriggert, einfach aus Jux, weil es toll war. Natürlich, ein Rotors kennt jeder, ja, also Champs, die wirklich sind. Für die mache ich das. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt im Midgame, wo ich mein erstes tolles Artefakt habe, gleich ins Sandteufel renne und meine ganze Energie da verbrate. Das ist dann einfach falsch. Und da ist die Aufgabe der Spieler, sich die richtigen Infos zu ziehen und nicht immer anfangen von wegen, oh ja, der hat gesagt und da wieder Video, ja stimmt, das ist alles scheiße. Das ist Mist. Und ich, ganz wichtig Leute, ich bin nicht von Plarium bezahlt und ich habe auch nichts davon, wenn ich das jetzt mache. Es geht nur einfach darum, ich habe auch Sachen, über die ich mich aufrege im Spiel. Definitiv. Aber Leute, wem das Spiel aufregt oder zu anstrengend ist oder sowas, der sollte es nicht spielen. Ja? Und wenn, dann lese ich sehr oft, ja, als Free-to-Play-Spieler schaffe ich das nicht. Als Free-to-Play-Spieler schaffe ich das nicht. Als Free-to-Play-Spieler schaffe ich das nicht. Als Free-to-Play-Spieler, ganz knapp gesagt, dauert es einfach nur wesentlich länger als jemand, der nicht Geld ausgibt. Und ich kenne wirklich, wir haben in der Community sehr, sehr viele Free-to-Play-Spieler, die einen sehr starken Progress haben und sehr weit gekommen sind. Natürlich hatten sie manchmal wahrscheinlich auch Glück mit dem Puls, trotzdem, weil es liegt daran, dass sie einfach sinnvoll und richtig mit ihren Ressourcen umgegangen sind und nicht einfach bei jedem Event, so wie dem jetzt hier am Wochenende, wo es eigentlich nichts gab, ihre Splitter raushauen, obwohl sie wissen, am Montag startet eine Fusion. Ja, also das passt einfach nicht und deswegen, Leute, nicht, bitte tut mir den Gefallen, nicht immer nur negativ reden, manche Kommentare, die ich lese, sind wirklich gut. Die schreibe ich mir auf, gebe sie 1:1 am Plarium weiter, weil die für mich Kritik am richtigen Punkt. Sie erläutern das Problem, sie schlagen auch eine Lösung vor, das ist immer das nächste Thema, ne? Auf jeden Fall sind die gut geschrieben.
Das heißt, nochmal, um das wieder zurückkommt, der Stand des Games ist sehr gut. Also Plarum hat wirklich einen extrem großen Spielerpool und einen relativ kleinen Late-Endgame-Pool, wo welche abgehauen sind aus dem Grund, dass diese Änderung jetzt kam, die es in der Zeit gegeben hat. Kommen wir mal zu dem, und jetzt kommt das Beste. Jetzt haben wir ja wieder einen neuen Boss, der, oha, Late-Game, logischerweise. Nehmen wir mal jetzt den Sandteufel und den hier unten rechts Late-Game-Boss. Den Twin-Boss können wir eigentlich auch noch dazu nehmen, weil der ist auch definitiv Late-Game. So, jetzt heißt dann wieder, ja, wir brauchen jetzt noch mehr Zeit. Und ja, wir haben das noch. Und ja, wir haben das da. Und für ein Finite muss man ja Segen auf den Champs haben, um den überhaupt zu schaffen. Und. Ja. Wenn sich darüber Endgame-Spieler aufregen, die noch nicht viele Seelen haben, bin ich zum Teil dabei. Wenn sich Midgame-Spieler aufregen, die gerade im Progress sind, Leute, wieso? Wieso? Midgame-Spieler, die sagen, schaffe ich sowieso nicht, ich komme nicht in den harten Mode rein. Ja, dafür ist es auch nicht gedacht. Wenn ihr früher Super Mario gespielt habt, seid ihr auch nicht gleich im letzten Level gewesen. Ihr musstet euch auch gleich durch die ganzen Level hoch hüpfen und spielen, um da überhaupt weiterzukommen. Das ist normal. Das heißt, in diesem Spiel sind Seelen, alles was da drumherum geht, ist einfach, oder Öle und jetzt auch der neue, das Aufsteigen, ist für Early- und Midgame-Spieler und auch im frühen Endgame einfach egal. Es könnt ihr getrost ignorieren. Es bringt euch nichts, da ihr erstmal den ganzen Grundpool machen müsst an eurem Account, um überhaupt weiterzukommen. Ein Great Hall Start bringt euch mehr, als wenn ihr auf einen einzigen Champ vielleicht tolles Artefakt habt. Ja? Das heißt, es gibt dann auch, ihr wisst ja, die Aussage, hier zum Beispiel waren, ich würde sagen, die Seelen noch so ziemlich egal. Weil ihr seht ja, am Anfang war es ganz schwer und jetzt schafft man mit einem guten Zweimann-Team, kann man sogar farmen dort mit Ninja und, ist ja den Namen vergessen, ist egal. Ich muss jetzt gucken, wie sie heißt. Er sagt den Namen, mein Name, ey, ohne Witz. Er gibt, genau, Godseeker, Aniri. Den gibt es ja zweimal ein Team, damit man fahren kann. Ich habe ein viermal Team, was gut läuft. Also, es hat sich alles gewandelt. Jetzt ist es so, ich wurde auch angeschrieben. Stimmt es, dass bla 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 bla, dass man dort Segen braucht, um die Stacks runterzukriegen? Ja, das ist ein Teil der Mechanik, dass man damit den Counter des Gegners, der ihn stärkt, senken kann. So, jetzt kann man sich darüber wirklich aufregen. Man kann sagen, so eine Scheiße und bla bla. So, jetzt macht man einen Cut und sagt, okay, regt euch auf. Ich frage jetzt als Gegenzug, ihr lasst hier etwas aufsteigen, wofür ihr hier, weiß ich nicht, 50 Defense bekommt. Wer zum Teufel nochmal braucht 50 Defense im Early, Midgame oder, ich sag mal, im startenden Endgame? Wer? Niemand. Das heißt, dieses Seelending ist genauso für diesen Bereich auch irrelevant. Und somit ist das doch vollkommen egal, aber genau die Spieler sind die meisten, die sich dann aufregen. Und da muss ich ganz klar sagen, das passt einfach nicht zusammen. Ein Late-Game-Spieler, der seitdem das Ding draußen ist, jeden Tag seinen Content hier farmt, die 6 Schlüssel, ja, da er nicht mehr Champions leveln muss und 100 Millionen Dungeon Runs machen muss, dass er nicht mehr macht, da gibt es genug Spieler, die Free-to-Play sind und trotzdem sehr weit gekommen sind. Leute, glaub's mir, ich weiß es. Ja? Und trotzdem, komischerweise, regen sich dann genau die Midgame-Spieler auf, die eigentlich den Content überhaupt nicht spielen. Die sagen, ja, ich habe keine Seelen. Ja, logisch habt ihr keine Seelen. Ihr seid da auch noch nicht. Für euch gibt es wichtige Aufgaben. Wer den Fehler macht, seine wichtige Energie, die er in den Artefakt holen steckt, sich in den Twin-Boss jagt, nee, hat der Energie übrig und farmt jetzt hier die ersten 7 Level, weil er nicht weiß, was er mit der Energie machen soll. Okay. Aber den Fokus darauf zu legen, das ist falsch. Und jemand, der im Endgame ist, der, wie gesagt, seit einem Jahr nichts anderes macht als Doom Tower, gute Fusion, die meisten werden geskippt, und den Twin Boss, der hat auf jeden Fall ein paar Seelen. Ich selber habe ein Paket gekauft, Seelen, ganz am Anfang. Ein einziges. Sonst niemals. Leute, ganz wichtig. Und ich glaube, man muss so Glück haben, definitiv. Aber auch ich habe einige Champs, die dabei sind, die gut sind. Und bin ich jetzt jemand, der aufregt, sagt, oh, auch ein 1-Sterne- oder 2-Sterne-Segen wird euch dabei helfen. Und bevor ihr den Boss gesehen habt im Late-Game, bevor man das gespielt hat, weiß man noch gar nicht, wie das überhaupt funktioniert mit dem Counter exakt. Abwarten und Tee trinken. Das gleiche, switch mal gleich rüber, ist für den Hard-Mode. Die Stage 10 hier hat extrem große Anforderungen und vor allen Dingen an die Seelen.
Jetzt frage ich aber euch, wie würde das aussehen? Und so war es in der Vergangenheit immer. Sie haben Content gebracht. Die Spieler haben den am ersten Tag durchgespielt und haben sich aufgeregt, viel zu leicht. Alle. Auch die, die sich heute darüber aufregen, dass es zu schwer ist. Jetzt gibt es Content, den ihr erst erspielen müsst im Laufe der Zeit. Das heißt, ihr habt ein Ziel und wisst, okay, das kommt dann, wenn ich diesen Step erreicht habe. Was ist daran verkehrt? Daran ist nichts verkehrt. Ja, also deswegen, Leute, bitte nicht immer einfach nur auf jedem Hate-Hype oder sonst was draufspringen. Das betrifft das ganze Spiel. Als die Schmiede rauskam, hat jeder sich aufgeregt. Oh, Schmiede hier, die Hämmer, wer braucht die Hämmer? Wo kriegen wir denn die Hämmer her? Leute, ich habe 2720 Hämmer, weil ich seitdem nie wieder diese zwei Sets hier großartig geöffnet habe. Ja? Also es geht alles. Man muss einfach sich auch dem mal ein bisschen Zeit lassen. Das ist bei Raid generell so. Und vor allen Dingen, betrifft einen das wirklich oder betrifft einen das nicht? Und bei den Fusionen ist es so, Plarium muss man fairer halber lassen, bis auf die letzte Fusion, waren ansonsten alle Fusionen auch als Free-to-Play-Spieler machbar. Wir haben sehr viele in der Community, die sagen, oh, Free-to-Play-Spieler, easy, hab ich mitgemacht. Wieso schaffen es die und andere nicht? Entweder liegt es am Accountstand oder weil jemand wie an diesem Wochenende einfach alle Splitter rausgehauen hat, weil er gehofft hat, er findet, kriegt Theodor. Obwohl er weiß, nächste Woche Montag beginnt eine Fusion, die einfach mega ist. So, also um das nochmal abzuschließen, ich würde euch bitten, die Aussagen und immer zu überlegen, macht das überhaupt Sinn? Betrifft mich das überhaupt oder betrifft mich das nicht? Denn man kann dann auch Leute, die eigentlich vielleicht dann damit mit anziehen oder mit in diesen Pott werfen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Kritik ist wichtig, ganz ehrlich, Leute. Kritik ist mega wichtig und ich finde das richtig. Meinst du, was ich mit Plarium schon gestritten habe? Nicht zu wenig, auch aufgrund des Helpers habe ich mit Plarium gestritten. Viele Sachen, die jetzt da reingekommen sind im Spiel, die euch helfen, gerade als Mobile-Spieler, woher sind die Ideen? Richtig. Also, deshalb, Leute, Kritik ja, rummotzen und hilft niemanden. Hatewellen starten hilft niemanden und auch über etwas sich aufzuregen, was einen überhaupt nicht betrifft, genauso wenig. Ja? Plarium hat ein paar Sachen angekündigt, ein paar darf ich noch nicht sagen, ein paar habt ihr in dem Video gesehen, in dem Vorstellungsvideo. Es kommen Sachen und Plarium wird weitermachen. Und noch was, Plarium möchte natürlich Geld verdienen. Und sie machen natürlich fiese Mechaniken ins Game, die euch verleiten sollen, Geld auszugeben. Punkt. Ist einfach so. Muss man das machen? Und jetzt kommt der Punkt. Nein. Wenn ihr da dem Ganzen nicht mitmachen wollt, gehen wir mal hier drauf. Was haben wir denn hier? Hier, monatliche Angebot. Jetzt ein neues gerade reingekommen. Das letzte habe ich nicht gekauft. Wozu? Das kaufe ich nicht, kaufe ich nicht, kaufe ich nicht, kaufe ich nicht. Die können mir hier 100 Angebote reinstellen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich die kaufen werde. Nur weil sie da drin sind. Eure Entscheidung. Deshalb regt euch da nicht auf. Wer Geld ausgibt, muss damit rechnen, dass er zum Beispiel bei Splitter, wenn er jetzt hier öffnet, halt nur eine 1% Chance hat. Wer sich dann aufregt, dass es dementsprechend wenig gab. Leute, nehmt es mit Spaß. Ein Spiel soll Spaß machen. Wem das Spiel aufregt oder wem das zu viel Zeit kostet, der muss die Zeit reduzieren. Und wenn er deswegen nicht weiterkommt, dann hört er einfach auf zu spielen. Ist mir immer lieber, als sich dann zu quälen und sich selber kaputt zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen geilen Samstag. Dieses Video sollte nur dabei sein, um einfach mal eine andere Richtung und einfach vielleicht mal so ein Mindset zu setzen, wo man nachdenken kann. Und vor allem diskutieren. Ich lasse mich gerne diskutieren in den Kommentaren. Vielleicht machen wir nochmal ein zweites Video drüber. Oder wir holen ein paar Content Creator zusammen und reden darüber. Schreibt es in die Kommentare. Wir quatschen drüber. Und ja, sehen wir es als Anreiz. Wünsche euch einen geilen Sonntag. Bis dann, euer Faf. Ciao, ciao.